Atos ist eines der größten IT-Dienstleistungsunternehmen der Welt und einzigartig macht, glaube ich, ein paar Facetten, die wir hier gerade in Österreich, glaube ich, sehr gut ausgeprägt haben. Das ist zum einen sehr viel Flexibilität. Flexibilität nach allen Facetten, ob das jetzt der Ort der Arbeit, die Arbeitszeit oder auch mit der Technologie, mit der man arbeitet, ist. Oder zum anderen, viele unserer Mitarbeiter und auch von jungen Kolleginnen und Kollegen schätzen einfach coole Projekte, super spannende Technologie von Blockchain über Artificial Intelligence, über Machine Learning bis hin aber auch zu ganz normalen Systemintegrationsprojekten. Ich glaube, einer der wirklichen Schwerpunkte der Atos ist es, komplexe Transformationsprojekte, speziell jetzt im digitalen Umfeld, gut zu managen. Das ist sicher einer ganz, ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Andere Aspekte sind vor allem unsere Flexibilität, die, glaube ich, wichtig ist, die wir entsprechend gut abbilden. Und vor allem ein Aspekt auch noch, der in den letzten Jahren immer wichtiger geworden ist, ist einfach die Nachhaltigkeit und die nachhaltige Umsetzung entsprechender Projekte. Wir selbst transformieren unser Unternehmen bis spätestens 2028 in ein klimaneutrales Unternehmen und ich glaube, das ist ganz, ganz ein wesentlicher Beitrag. Diversity ist einer unserer zentralen Atos-Werte. Wir arbeiten sehr in Projekten, sehr in globalen Projekten und binden daher eine Vielzahl an Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Welt ein. Das bedeutet natürlich Männer und Frauen, das bedeutet aber auch alle Hautfarben, das bedeutet alle Ethnien, das bedeutet alle Religionen, das bedeutet alle sexuellen Orientierungen. Das spielt einfach überhaupt keine Rolle, sondern im Rahmen von Projekten arbeiten weltweit die unterschiedlichen Kulturen, die unterschiedlichen Menschen in einer sehr, sehr tollen Art und Weise zusammen. Wir haben eine Reihe von Themenstellungen, Reihe von Programmen, die den Mitarbeiter generell in den Mittelpunkt halten. Ich glaube, das Allerwesentlichste dabei sind Skills und Kompetenzen. Wir sind in der Tech, in einem technologischen Umfeld und es ist einfach wichtig, dass wir es schaffen, alle unsere Kolleginnen und Kollegen auf der Reise dieser ganzen technologischen Veränderung gut mitzunehmen. Das heißt, es ist die Ausbildung, die eine ganz, ganz zentrale Rolle spielt und einfach wahrscheinlich der wesentlichste Punkt ist. Neben solchen Themenstellungen natürlich auch wie unser New Way of Work, unser Arbeitsumfeld, das wir den Mitarbeitern anbieten, damit man entsprechend auch sehr flexibel arbeiten kann und entsprechend auch Technologie unterstützt, all das auch tatsächlich dann gut umsetzen kann. Die Atos Unternehmenskultur, unsere Unternehmenskultur ist eine sehr vertrauensgeprägte Unternehmenskultur. Wir übertragen den Mitarbeitern durchaus sehr viel Aufgaben und sehr viel Verantwortung. Zum anderen aber versuchen wir auch unsere Werte, die unser Unternehmen entsprechend zusammenhalten, in allen Aspekten gut zu leben. Und das sind eben so Themen wie Diversity, das sind so Themen wie Sustainability, das ist Kommunikation und Kollaboration, das ist aber auch Innovation und auch Themen wie bringe ich die Arbeitssituation, den Job in einen guten Einklang mit meinem privaten Umfeld. Und all das zusammen, glaube ich, macht uns als Atos aus. Und wir haben ein Programm bei uns aufgesetzt, das heißt New Way of Work. Das ist der Grundpfeiler auch unseres neuen Standortprojektes hier in Wien. Und dieses Programm versucht genau diesen Mix aus Wertethemen entsprechend hier gut umzusetzen und für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch zukünftige Kolleginnen und Kollegen gut fühlbar und gut angreifbar zu machen.